Ja, hallo, guten Morgen von der Baustelle. Die sind schon ganz schön fleißig. Die zwei Frauen, die machen den Spieß. Und hier hinten die Männer, die verputzen. Ich gehe mal noch näher ran und zeige es euch. Ja, jetzt seht ihr auch die Mauer mal bei richtigem Licht. Von der Rückseite. Ja, jetzt zeige ich euch mal seinen Bauplan von der Mauer, wie die aussehen soll und die einzelnen Gewerke und der Zahlungsplan da hinten, wann was zu zahlen ist. Da. Ja, da seht ihr jetzt Poriwat, wie er die Arbeit von seinem faulen Schwager Guy macht, der hier alles krumm gemacht hat und eigentlich der Verursacher von dem hier ist. Aber der liegt nur faul in der Hängematte rum und mein Mann schafft jetzt in der Sonnenhitze. Super Idee, klasse. Das muss man im Video festhalten. Ist zum Schluss auch unheimlich viel gemacht, nämlich nichts. Da muss ein Bagger her. Und ich denke nicht daran, auch nur eine Handschlacht zu machen für das faule Schwein. Der hat hier die Rohre aus der Erde holen lassen. Kann man ja noch mal brauchen, den Scheiß. Und dann hat er hier einfach so aufgefüllt. Beim nächsten Regen wird es ja glatt, ganz bestimmt. Ja, wir sind auf dem Weg nach Nangerong. Wir müssen da noch was kaufen und waren unterwegs, haben wir stillgehalten. Schwiegermutter hatte gesagt, hier gibt es nur Papayasalat. Ich wollte mich überzeugen. Das sieht schon mal richtig lecker aus. Ja, das ist hier die Zufahrtsstraße von Buriram nach Nangrong. Und das ist ganz normal, wie man dann essen geht. Ja, dann will ich euch mein Essen nicht vorenthalten. Ich wollte heute mal ein bisschen mehr Fett. Sieht richtig lecker aus. Ja, Gung hatte sich gestern diese Figur hier gekauft. Da hatte ich euch ja gezeigt, wo wir stillgehalten haben. Heute ist die dann hier aufgebaut worden, auf diesem Podest. Das wollen wir heute kaufen. Schweineschwer. Ja, und bekommt natürlich Obst und Blüten und Musik und Kerzen, Wasser, Reis und was noch alles. Ja, wenn es Schnee macht. Ich finde sie schön.